Willkommen zurück zu 38% Rise of the Tomb Raider. Er hätte jetzt fast gedacht Rise of the Tomb Raider oder so, wegen Shadow of the Tomb Raider. Vielleicht Rise the Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir starten jetzt leider direkt scheiße. Und zwar starten wir mit einer Schlacht. Wir müssen da oben hin. Dann gibt es und ich so eine Art Initiationszeremonie. Dachte, ich mach das automatisch, aber ich mach das doch nicht so. Ich mach das doch anders. Ah, guck mal, da kann man auch hochgehen. Ich kämpf mich da doch durch. Ja, okay, ich mach das nochmal und ich schieße die, knall die alle ab. Sonst habe ich da keine Chance. Ich glaube, so da heimlich lang zu schleichen bringt nichts. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung. Es war nämlich eigentlich erst mein Plan. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Okay, das bringt auch nichts. Ja, egal, tot. Okay, also ich darf einfach nicht erkannt werden. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und da oben lang zu gehen, bringt irgendwie auch mal, nichts. Einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor ich zusammenbleiben. So, jetzt seht sie mal nach. Wo zur Hölle kam das her? Ah, danke, hier ist nochmal was. Dann schmeißen wir nochmal da was hin. Ich glaube, ich habe was gehört. Sehe ich mir mal an. Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Das wäre wohl jetzt lautlos Kill gewesen, oder? Problem ist halt, sobald geile Idee, das könnte ich direkt anschließen, aber sobald jemand mich erkennt. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber schießen wir uns beide die halt aus dann allen gibt Seiten. Irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Und wir haben Zeitkontakt! Ja, okay, das macht auch keinen Sinn. Vor allem, ich habe normale Pfeile geschossen. Das war so dumm. Ja, nochmal, komm, bringt mich um. Ist mir egal. Jetzt weiß ich, was ich mache. Das mit den Pfeilen mache ich auch nicht nochmal. Sorry. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht. Wir werden angegriffen! Okay, das hat einfach nichts gebracht. Ich glaube, ich muss die nach und nach zu mir lockern. Durch das Gebüsch. Ich brauche verstimmt Eindringling! Ah!
So, das macht das nochmal. Jetzt locke ich die. Jetzt locke ich die aber weg. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als eine Leistung. Was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Nein, ich will das lesen. So. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Ich versuche jetzt irgendwie anders rumzugehen. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Ja, stimmt. Ich kann, glaube ich, auch einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Kann ich auch so gehen? Hoffentlich. Ja, wahrscheinlich kommt man hier nicht rüber, das ist das Problem. Komme ich hier irgendwo hier rüber oder rein? Nee, das geht nicht. So. Ist hier noch ein Dokument und alles Mögliche. Ja, hier liegt noch eins. Das nehme ich noch mit. Hier ja, ist und eure dann heutige machen wir Lektion. Mal den richtigen Weg. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Okay. Ja, komm, das habe ich schon gemacht. Ich werde jetzt hier noch Zeug ansammeln, aber ansonsten habe ich ja gelernt, sollte ich eigentlich. Doch leider diesen Weg hier nehmen. Den, die mir vorgezeichnet haben. Identifizieren Sie sich. Feind entdeckt! Oh fuck. Warum habe ich nichts mehr zum Heilen? Oh, toll, super. Es wird den ganzen Part dauern. Auch verdammt nochmal.
Munition. Angriff! Wir werden angegriffen! Aussterben! Gib den Feuersuchtkontakt! Nein. Also, sobald ich den ersten töte, merken die das. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich brauche Munition. Naja, das hat ja keinen abgelenkt. Sollte ich hier außen langlaufen? Kann ich mich eigentlich schon mit Schlamm tarnen? Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Nee. Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Anna ist schon da oben. Wer ist da? Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ja, super. Mach das jetzt doch auf diesem Hochkletterweg. Glaube ich. Der Hochkletterweg geht so, man geht hier hoch. Düm, 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 düm. Und dann geht man dahin. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben wir ein schweres Ge- Los geht's. Ich sehe sie. Mach sie fertig. Ach, der Typ ist noch nicht tot. Ach, nee, der geht anders. Man geht doch da weiter. Ja, jetzt ist eh schon wieder alles vorbei. Ja, lass mich. Töte mich. Ist egal. Ich glaube, ich will mir nicht angucken, wie andere das machen. Dann würde ich nur traurig sein, dass ich so dumm bin und es nicht hinkriege. Ja, man macht so. Klettert hier hoch. Scheiße, aber nicht, wenn der Typ da ist. Mann, jetzt ist eh schon wieder alles vorbei. Ja, töte mich. Ich möchte einfach nicht auffallen. So, komm hier hin. Ah, kann man nicht hier irgendwie ablenken? So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich lade jetzt neu. Dann scheiße ich halt auf diese Dokumente, die ich am Anfang eingesammelt habe. Aber ich habe, Entschuldigung, mehr Lebensenergie. So, wir speichern jetzt nämlich neu.
Nee, wir speichern nicht neu, wir laden neu. Ich war... Nehmen wir den Speicherpunkt vom Anfang des Partys. Das war vor ein paar Tagen. Ich glaube vor 3 Tagen oder so. Vor 2, vor 3, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie zu weit her. Muss ich jetzt zu viel neu machen? Nee, das will ich auch nicht. So, den haben wir schon. Kinder, ihr dachtet... Deswegen hören wir uns den nicht an, weil wir den schon haben. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel neu kämpfen. Ich glaube aber schon. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie schlau das war, das so gemacht zu haben. Nee, das ist zu viel neu. Dann machen wir doch das Neueste, wenn es das noch gibt. Scheiße, wenn es das nicht mehr gibt, muss ich das nochmal machen. Ja, jetzt hat er automatisch gespeichert. Ja, toll, jetzt muss ich das ab da machen. Dann machen wir es halt nochmal. Aber in schlau. Fuck, da. Okay, das war eine dumme Entscheidung. Ach man, jetzt bin ich schon schlecht drauf. Das kann ja was werden. Ich hatte mich auf eine coole Partie Tomb Raider gefreut. Und was ist es? Eine ätzende Scheißpartie. Ich glaube, die Einheimischen werden sich nicht widersetzen. Nicht da. Wir finden bestimmt noch ein paar Nachzügler, die durch den Wald schleichen. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Das hat er einen. Sieht aus wie von Können. Im Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen, aus denen ausgehen. Bringen Sie sie ins Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Kannst du sie anstellen? Das halten sie oben an der Kathedrale. So, bitte. Das brauche ich unbedingt. Spaß haben. Achtung, ich habe was gesehen. Wer hat was gesehen? Der? Oh, scheiße, nur ein so ein Blattding. Ich bewege mich jetzt nicht. Doch, muss ich. Das ist doch kein Fehlalarm. Das kriegt er doch jetzt mit. Scheiße. Wieso nur noch die zwei? Kann ich jetzt da bitte nicht einfach reingehen? Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Oder es halten Sie vor, man der Kathedrale vielleicht zu bewegen. Hier muss man lang. Ich bin
Aber ich glaube, das hat jetzt aber gespeichert, oder? Ihre Rollermänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislage gebraucht. Wir kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. So, ich brauche unbedingt Gesundheitspflanzen. Meinetwegen in so einem Korb. Ist mir egal, aber ich brauche das. Ich brauche Gesundheitspflanzen. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Toll, nochmal. Jetzt muss ich aber wie den Anfang machen, komplett vorsichtig. Ich will trotzdem hier rein, weil ich will die Munition haben. Und die. Das nehmen. Zeigen Sie sich. Genau, das hatte ich jetzt nicht gut. Ja, das hat mir am Anfang des Parts gehört. So, jetzt habe ich es geschafft. Mit mehr Munition. Okay, zwei so Dingern. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Parts. Wir haben nichts geschafft. Trotzdem, die Idee ist, so wenig wie möglich töten. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als die meisten. Was? Erst kommt eine Art Zeit und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus.
So, jetzt hänge ich hier rum. Ich will, glaube ich, erst in das Haus. Dafür will ich da hoch. So könnten die das aber sehen. Jetzt vielleicht nicht. Weiterhin die Augen offen halten. Fürchten wir einen Gegenangriff? Kann sein, aber nicht von mir. Trau mich nicht, jetzt was zu machen. Nicht jetzt, wo wir Gefangene haben. Ich glaube, ich kann noch nicht doppelt Klaus dort killen. Ja, Anna will sie lebend, wenn möglich. Das wird nicht passieren. Wie soll die Sturmtrupps am Turm geradezu niedergemäht haben? Ja, ich weiß. Falls sie hier oben auftaucht, sollte mir recht sagen, wenn jemand sie ausschaltet. Verstanden? Das Risiko ist es nicht wert. Oh toll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nichts machen. Komm schon. Kann der jetzt einfach weggehen? Können die irgendwas machen? Oh nee, kommt jetzt der Nächste da rein? Oh, scheiße. Ich wusste es. Wenn ich die angreife, ist vorbei. Ich gucke mir jetzt an, wie andere das machen. Und dann machen wir das im nächsten Part in cool. Okay? Bis dann. Ciao. Also irgendwie Zitadelle und bis dann. Ciao.